Sie sind eine Gesellschaft in der Gesellschaft und das schon ziemlich lange. Seit 1737 nämlich sind die Freimaurer in Hamburg aktiv. Damals haben sie in der Hansestadt ihre erste Loge in Deutschland gegründet mit dem Namen Absalom zu den drei Nesseln. 275 Jahre ist das jetzt her. Sehr geheimnisvoll wirken die Freimaurer aber immer noch auf viele. Denn kaum jemand weiß, wofür sie eintreten und warum sie dem Credo Erkenne dich selbst folgen. Allein ihr Zeichen wirkt geheimnisvoll. Die Freimaurer, eine der ältesten Vereinigungen der Welt, mythenumrankt. Doch was tun sie wirklich, die Freimaurer? Licht ins Dunkel bringen, dafür haben sich die Freimaurer die Unterstützung von Ole von Beust gesichert. Der Altbürgermeister hat die Schirmherrschaft über das Jubiläum übernommen, auch wenn er selbst kein Freimaurer ist. Hamburg ist eine sehr internationale Stadt mit der Haltung, der Tradition, dass Aufklärung, Freiheit, das freie Wort, Unabhängigkeit prägend für diese Stadt sind seit Jahrhunderten. Und das ist auch genau der Spirit der Freimaurer. Gutes zu tun, unabhängig zu sein, nachzufragen, nicht unterwürfig zu sein, selbstbewusst sein. Dieser Geist der Freimaurer, der passt sehr gut zum asiatischen Geist. Das Innere des Tempels, für Nicht-Freimaurer eigentlich ein Tabu. Hier halten sie ihre geheimen Rituale ab. Dort dreht sich alles um den virtuellen rauen Stein. Der raue Stein symbolisiert für jeden Freimaurer seine eigene Unvollkommenheit. Und man behaut den praktisch, damit er glatter wird und zu einem kubischen Stein wird, um sich dann einzufügen in den Tempel der Menschlichkeit. Denn alle Freimaurer zusammen arbeiten zusammen den Tempel der Humanität, damit wir die Welt vielleicht irgendwo ein kleines Stückchen besser machen. In Hamburg gibt es etwa 1400 Freimaurer, organisiert in 40 Logen. Bis heute tagen sie im Verborgenen. Dennoch gehen sie jetzt gezielt an die Öffentlichkeit. Die Arbeit am Rauen Stein findet einmal im Ritual statt, das heißt in der geschlossenen Gesellschaft im Tempel. Aber dann auch wird man aufgefordert, hinauszugehen in die Welt und diese Werte dann auch zu leben im Alltag. Das heißt, die Werte Menschlichkeit, Toleranz und auch Brüderlichkeit. Ein besonderes Geschenk machen die Freimaurer der Hauptkirche St. Michaelis. Ein Brunnen für das Foyer. Hier noch im Modell. Im Michel findet auch die große Festveranstaltung am 29. September statt, zu der Freimaurer aus aller Welt kommen. Einen Tag später wird in der Leisthalle ein extra für das Freimaurerjubiläum komponiertes Konzert Weltuhr aufgeführt. Im Rathaus wird es ab Mitte September eine große Freimaurerausstellung geben. Der Ort ist mit Bedacht gewählt, der Architekt Martin Haller, natürlich ein Freimaurer.